Hallo, Paul hier von touchportal.de und heute geht es um das neue Simpsons Springfield Event, der Wilde Westen. Ja, ihr habt richtig gehört, in die Simpsons Springfield gibt es ein neues Event und der Wilde Westen hat Einzug gehalten. Wie ihr schon seht, habe ich schon ein wenig gespielt und möchte euch die wichtigsten Neuerungen kurz vorstellen, einige Tipps und Tricks geben, als auch auf die Storyline und die Preise eingehen. So, kommen wir mal zum Wichtigsten, was gibt es so zu entdecken? Es gibt insgesamt drei Akte mit jeweils neun Preisen, wobei viele Preise auch einfach nur Ressourcen sind, dazu später mehr. Die Hauptstoryline haben wir hier und heißt Spielen wir das Lied von Springfield. Eine mehrteilige Questreihe, die euch durch den Wilden Westen einführt und die Grundlagen für dieses Event liefert. Ja, die Bewohner von Springfield wollen natürlich Gold suchen, entsprechend werden nun erstmal Hinweise darauf gesucht, wo denn diese zu finden sind. Entsprechend ist eure Währung, man kann sie hier unten schon unten links sehen, sind die Hinweise. Diese Hinweise, mit diesen könnt ihr die ganzen Preise freischalten. Des Weiteren gibt es sogenannte Ressourcen. In Akt 1 gibt es Spitzhacken und Hüte. Wie bekomme ich diese Spitzhacken und Hüte? Dazu könnt ihr Banditen anklicken, die wir jetzt hier gesehen haben. In diesem Falle gibt er mir 16 Spitzhacken und einen Hinweis. Ein Hinweis, wie gesagt, ist die entsprechende Währung, mit der ihr die Preise freischalten könnt. Hier ist noch so ein Bandit. Und die laufen überall in Springfield herum. Des Weiteren könnt ihr auch Gebäude antippen. Das ist zum einen der Quickie Mart, sehen wir hier, als auch das Haus des Simpsons und das Lenders Haus. Diese generieren bei mir in diesem Falle 5 Banditen alle 4 Stunden. Entsprechend heißt es aktuell dann noch warten, also kann es hier erstmal weitergehen. Des Weiteren, man sieht es schon, es gibt neue, ich nenne es jetzt mal Wege. Die findet ihr unten rechts, wenn ihr auf dieses gelbe Symbol klickt, dann auf der linken Seite so ein bisschen nach unten, nach oben wischen und schon findet ihr unten die sandige Straße als auch den Staub. So, und diesen Staub könnt ihr jetzt, wie gesagt, überall in Simpsons Springfield platzieren. Wie gesagt, ich habe das jetzt schon gemacht, deswegen sieht das hier so ja, in so einem Orangeton aus. Und der staubige Weg fügt sich auch nahtlos an eure vorhandene Straße hinzu. Wem es bereits aufgefallen ist, es gibt auch noch einen kleinen Fehler. Wer die neueste Landerweiterung bereits gekauft hat, auf dieser könnt ihr leider noch aktuell noch keine Straßen bauen. Das sollte in einem Update allerdings in Kürze behoben werden. Aktuell könnt ihr dort nur Gebäude platzieren. Der wichtigste Ort ist wahrscheinlich der Saloon bzw. der Stadtplatz. Bei diesem Stadtplatz könnt ihr verschiedenste Aktivitäten durchführen. Was ich bereits aktiviert habe, ist Leute anstacheln. Das heißt, ihr müsst immer einen bestimmten, entweder, ich kann euch das ja kurz mal zeigen. Das nennt sich nämlich starte einen Rausch. Wenn ihr einen Rausch startet, dann bringt das entweder Hüte, wenn wir Homer wählen, das gibt in diesem Falle 32, oder falls wir Apu wählen, wenn dieser frei wäre, würde der Spitzhacken bringen. Diese Spitzhacken braucht ihr wiederum beim Gemischtwarenladen. Hier könnt ihr die Hüte und Spitzhacken, wie wir es bereits vom Einschienenbahn-Event kennen, umtauschen. Und zwar in die Währung, die wir benötigen, also die Hinweise. Entsprechend gibt es von klein bis groß alles, um diese Ressourcen auch wieder umtauschen zu können. Diese sogenannten Tauschgeschäfte bringen euch dann zusätzlich noch Preise ein. Man sieht, dass jeden Tag ein weiterer Preis hinzugefügt wird, den ihr euch dann abholen könnt. Unter anderem sind auch Donuts möglich. Diese Spitzhacken, die wir jetzt auch von den Banditen schon bekommen, können wir dann, wie gesagt, bei diesem Gemischtwarenladen in unsere Hinweise umwandeln, die wir dann zum Freischalten der Preise benötigen. Insgesamt, wie gesagt, 9 Preise, wobei es auch Hüte und Spitzhacken als Preise gibt, sodass man, wenn man so will, aktuell 5 Preise gibt. Und diese Preise müsst ihr auch freischalten, um dann entsprechend die Story-Finale zu aktivieren. In diesem Fall bin ich erst beim ersten Teil, weil die Pferdekutsche, man sieht es hier, diese Postkutsche, brauche ich erst noch, als auch Cowboy Homer und den West Dobner Spare Rib City. Erst dann kann ich erst das Story-Finale spielen. Des Weiteren, Freunde sind wieder einmal sehr wichtig. Und zwar, man sieht es hier auch unten links, ist noch so ein zweites Icon und das sind die Schürfer. Diese Schürfer könnt ihr in anderen Springfields aussetzen, als auch können eure Freunde das in eurer Stadt machen. Diese laufen dann genau wie die Banditen in eurer Stadt rum und ihr könnt diese antippen. Diese könnt ihr auch mehrmals antippen und bringen euch entsprechend Spitzhacken und Hüte ein.
Außerdem könnt ihr im Shop weitere Gegenstände kaufen. Es gibt dafür extra einen Wilden Westen-Block. Ihr könntet zum Beispiel Zäune und Tore für Springfield-Dollar kaufen, zahlreiche Dekorationen und Gebäude, wie zum Beispiel hier der Wild West-Filmset, wodurch ihr Buck McCoy freischalten könnt, sind jedoch nur gegen Donuts erhältlich. Wer schon immer mal seinen Simpsons Springfield einen Wilden Westen-Teil haben wollte, kann es nun endlich verwirklichen. Wir sind schon sehr gespannt auf eure Ergebnisse und freuen uns, wenn ihr auf unserer Seite auf Touchportal vorbeischaut.